Herzlich willkommen zu Meine Welt, meine Meinung. Heute mit Weltchefreporterin Anna Schneider. Schön, dass du da bist, Anna. Hallo. Ja, also am Tag nach der Landtagswahl gibt es für dich jetzt offenbar gleich zwei Verlierer. Welche? Genau, also eigentlich gibt es ja ganz viel mehr, glaube ich, aber es gibt zumindest für mich einen echten und einen vermeintlichen. Der echte Verlierer, auf den können wir uns wahrscheinlich einigen, ist Jan Redmann, oder? Der Spitzenkandidat der CDU, sehr glücklos. Und der hat dann gestern bei uns im Weltfernsehen auch versucht, irgendwie zu erklären, warum vor allem bei den jungen Wählern auch so viel zur AfD gehen. Und das war schon ein bisschen sehr holprig, beziehungsweise schwierig, weil er meinte so, ja, wir als CDU haben auch TikTok noch gar nicht so wirklich verstanden. Also wir sind da nicht am Stand der Dinge. Und überhaupt, ja, TikTok. Und da ist die AfD so groß. Also ich weiß nicht. Ich glaube eher, dass Jugendliche die Realität sehen, was sie in der Schule erleben, auf der Straße erleben, in der Ausbildung erleben und schon auch merken, wie Migration und Probleme, die sie mit sich bringt, am echt eigenen Leib fühlen, mehr als ältere Menschen. Aber daran hat er noch keinen Gedanken verschwendet, zumindest in diesem Ausschnitt. Naja, und der vermeintliche Verlierer, also meiner zumindest, ist Friedrich Merz. Über den seit heute ist er ja wirklich Kanzlerkandidat, alles sehr geräuschlos. Der Mann hat irgendwie geschafft, die Fraktion hinter sich zu versammeln, die Partei, sogar Markus Söder gebändigt. Klopf, klopf, man weiß es ja nie, wie lange es hält. Aber trotzdem werden manche Medien nicht müde zu sagen, Merz hat auch gestern jetzt verloren, weil eben Jan Redmann so schlecht war und es gab keinen Merz-Effekt etc. etc. Also es ist schon klar, dass der nicht unbedingt sympathisch ist. In Umfragen wird das regelmäßig bewiesen, unter Frauen, Jungen schon gar nicht. Aber seine Partei steht gerade laut einer sehr frischen Allensbach-Umfrage bei 35%. Und das ist ein Wahnsinnswert. Also ihn quasi jetzt schon vorab runterzuschreiben als Kanzler, bevor man mal geschaut hat, was passiert das Jahr, halte ich für einigermaßen spektakulär. Wo es Verlierer gibt, gibt es auch Gewinner, so auch jetzt nach der Wahl. Wer ist das in deinen Augen? Ja, ist doch irgendwie interessant. Gestern, wir haben alle auf Brandenburg geschaut, aber das BSW ist eigentlich gar nicht so wirklich vorgekommen. Also klar, die sind sogar stärker als die CDU, was ja ein Wahnsinn ist. Also als Zuschauer war man irgendwie in den anderen beiden Bundesländern überraschter, dass die wirklich auf den ersten Sprung über 10% kommen, so eben auch jetzt. Also die haben sie geschafft, sich in diesen Landtagen dorthin zu arbeiten, dass sie für jede Landesregierung, die jetzt gebildet wird in diesen drei Ostländern, einfach wichtig ist und wenn es nur durch Duldung ist. Und da, muss ich dazu sagen, hat die CDU Brandenburg vielleicht einen gar nicht so blöden Move vorher gemacht, nämlich als sie am Nachmittag Pressekonferenz hatten, sagten sie ja, sie müssen eigentlich gar nicht mit der SPD reden, die können eh regieren mit dem BSW. Also finde ich tatsächlich sehr elegant, weil wenn man sich anschaut, wie die Wählerwanderung war, also dass von der CDU auch ganz viel zur AfD gingen, ich glaube 21.000 Leute, ist intelligent von der EU, CDU zu sagen, ist es wirklich jetzt so gut, eine linke Regierung mitzugehen, wenn unsere Wähler jetzt schon davonlaufen, auch viel mehr Richtung rechts als links, halte ich für eine gute Überlegung. Und das würde ja eben rein rechnerisch auch gar nicht reichen zwischen Schwarz und Rot oder umgekehrt. Genau. Ne, aber du hast dich auch über jemanden besonders aufgeregt und über eine Partei haben wir jetzt nämlich noch gar nicht gesprochen. Sofern man sich darüber überhaupt noch aufregen kann. Also ich freue mich fast schon immer, wenn Katrin Göring-Eckardt spricht, weil es ist immer fantastisch. Und heute hat sie mit dem DLF gesprochen und natürlich sie überlegt, wer schuld sein kann an diesem schlechten Wahlergebnis der Grünen. Auf jeden Fall nicht die Grünen. Und sie macht dann ganz fantastisch. Ich will überhaupt nicht kleinreden, dass es das gibt. Aber sie macht auch den Kreml verantwortlich, also dass russische Einflussnahme dafür sorgt, dass die Grünen so unbeliebt sind und auch das Wahlergebnis davon beeinflusst ist. Und ich finde keine falsche Bescheidenheit, liebe Grüne. Also nicht der Kreml hat das Heizungsgesetz geschrieben, nicht der Kreml hat das Selbstbestimmungsgesetz geschrieben. Und ich könnte jetzt noch fortfahren, aber ihr wisst, was ich meine. Migrationspolitik macht auch nicht der Kreml. Genau, also die Grünen sind so weit von der Realität entfernt, dass sie nicht mehr schaffen, bei sich selbst anzufangen, was die Analyse angeht. Und das ist spannend. Ja, wenn Alexander sagt, über eine Partei haben wir noch nicht geredet, über eine redet man immer weniger. Ja. Das ist eigentlich auch deine Nachricht des Tages, wenn man sie überhaupt so nennen kann. Genau, Nachricht oder Nicht-Nachricht. Jetzt haben wir gestern kurz gezittert hier. Ich glaube, der Ulf dachte es wirklich, es passiert was in der FDP. Aber sogar wenn Wolfgang Kubicki zum 25. Mal sagt, jetzt muss sich was ändern, ich glaube langsam, sie sollten aufhören, das zu sagen, weil die Leute sich draußen einfach wirklich genervt fühlen, nur mehr. Verlasst diese Koalition oder nicht, aber jetzt zu sagen, wir schauen nochmal bis 21. Dezember, man kann es nicht mehr hören und ich fürchte, diese Partei ist nicht mehr zu helfen. Und eigentlich wollte ich es schon gar nicht mehr kommentieren, aber ja, es ist eine Nicht-Nachricht des Tages. Schön. Und ein Schmankerl haben wir noch aus der Rubrik Und übrigens. Genau, also während sich Kevin Kühnert und Lars Klingbeil ja total freuen über das Wahlergebnis, zu dem sie nichts beigetragen haben, also das macht ihnen Mut für die Bundestagswahl, finde ich ja schön, wenn sie sich so freuen, muss man trotzdem sagen, dass das für den Bund nicht unbedingt gute Neuigkeiten sind. Weil klar, die SPD hat gewonnen, ist okay, aber die AfD hat fast 30% und es ist schon für den Bund was anderes. Also die Bundestagswahlen, glaube ich, da wird es nicht mehr so einfach werden, dass sich alle Personen, die nicht die AfD wollen, hinter einer Person scharen, wie jetzt hinter Dietmar Woidke. Also langsam wird man sich, ob man das möchte oder nicht, einen Umgang mit der AfD überlegen müssen. Weil Alice Weidel sagte heute bei Steingart in der Früh im Interview, sie ist tief entspannt und ich verstehe es. Die
gewinnen, also sie gewinnen nicht, aber sie regelmäßig hohe Zahlen, müssen sich aber nie irgendwie beweisen. Und ich spreche jetzt für keine Koalition mit der AfD, aber sie müssen nicht einmal zum Beispiel ihr Programm präsentieren, den Menschen, die gewonnen haben dort, oder ich weiß es nicht. Und ich fürchte, da wird man sich immer so überlegen müssen. Zum Beispiel in Österreich wählen wir ja auch bald, in einer Woche, am Sonntag. Und Karl Nehammer, der ÖVP-Kanzler, sagt da zum Beispiel, er will nicht mit Kickl regieren, aber mit der FPÖ kann er sich's anschauen. Also diese Überlegung, welche Personen müssten denn verschwinden in der AfD, damit das irgendwie mal diskutabel wäre, überhaupt zu reden, die Debatte führen wir in Deutschland ja noch gar nicht. Und oder das wird, glaube ich, wahrscheinlich einige dann verschwinden. Ja, absolut, das ist ja auch gar keine Frage. Aber sie so auszugrenzen, fürchte ich, das wird nicht mal lang gut gehen. Ein Appell, den wir jetzt nach fast jeder Landtagswahl so hören, denn die Zahlen, sie sprechen eine deutliche Sprache. Anna Schneider, vielen Dank für deine Einschätzungen zu den Nachrichten des Tages. Danke.